So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Ausgabe von SnowRunner. Wir sind wieder zurück in Michigan und wir wollen hier versuchen, neben der Katze, die auch meckert, mit dem Geländewagen mal diese Ebene hochzukommen, wo wir in der letzten Folge gescheitert sind. Dazu müssen wir wahrscheinlich mal kurz hier Alra drin kloppen, damit wir hier den Weg ein bisschen besser schaffen. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier transportieren können. Vielleicht können wir sogar noch eine halbe Ladung Holz transportieren. Ein bisschen Ladefläche haben wir ja da hinten. Das können wir gleich mal ausprobieren, ob das rauf geht oder ob wir dafür wirklich einen LKW brauchen. Das finden wir hier gleich raus. Hier ist die Holzstation. Gucken, ob der sich hier ein bisschen beladen lässt. Ne, passt da nicht drauf. Okay. Gut, macht das. Wir wollen aber, wie gesagt, auch eigentlich nicht Holz fahren, sondern wir wollen hier. Nun, man sieht, da zieht natürlich mit Elva, zieht ja echt viel Benzin. Wir wollen natürlich hier versuchen, zu dem Bereich zu kommen, ohne großartig viel Benzin zu verlieren. So, genau. Also, wir müssen über die Brücke rüber, wir müssen hier bei Beth vorbei. Und dann diesen Weg hochkraxeln, um diese Mission zu schaffen, hinter den Fichten oder was weiß ich. Ich glaube, da gibt es nämlich einen Aussichtspunkt, aber da sind wir ja mit unserem Truck gescheitert, deswegen den Pickup. Mal gucken, ob ich jetzt hier den Dahlrad ausschalten kann, damit wir nicht ganz so viel Benzin verlieren. Ja, leider hat uns der Respawn-Punkt vom LKW ein bisschen nicht so gefallen, obwohl ich ja eigentlich mit dem Ding an der Werkstatt war, bin ich nicht bei der Werkstatt rausgekommen. Ja, also es ist ein bisschen merkwürdig. Oh, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall einspringen. Sonst kommen wir ja hier nicht durch den fließenden Bach. Gefährlicher Wasserstand. Springen wir hier durch die Gegend. So. Huch. Ah, diese sprunghafte. So. Na los, versuchen wir mal, den Pickup jetzt hier den restlichen Weg hochzukommen. Ist ja nicht mehr weit, dann sind wir schon auf der Straße. Dann müsste hier vorne nämlich schon die Straße sein. Wir wollen aber auch nicht hier den Abhang runter. Und dann gucken wir mal, ob wir den schmalen Weg mit dem Ding im Allradmodus hochkommen. Boing, boing. So. Und auf geht's. Ist natürlich hier wahrscheinlich so ein Straßenfahrzeug. So. Gucken wir mal, ob wir hier rumkommen. So, ja, wundert euch nicht, manchmal lenkt ja so ein bisschen komisch, liegt immer daran, wenn ich dann den Joystick benutze. Und dann springt automatisch auch das Lenkrad weg. Wenn ich das Lenkrad nicht, also wenn ich das Lenkrad benutze, wenn ich das Joystick aber nicht benutze, dann ist das immer so ein bisschen. Naja, so. Genau, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier bei dieser Eden Farm vorbeikommen. Sind wir jetzt schon ein paar Mal mit dem LKW lang? Na, ich würde sagen, wir müssen hier Allrad aktivieren. Und dann gucken wir mal, dass wir. Oh, hier sollten wir vielleicht über den Baum. Ah, doch, wir fahren über den Baum. Oh ja, das sieht hier schon ganz gefährlich. Was ist denn das jetzt hier für eine Region? Sumpfland. Sollten wir unbedingt mit dem LKW lang, wenn wir nicht rauskommen.
So, aber hier hinter müsste eigentlich auch gleich schon dieser zwischen links müsste die Farm kommen, genau da hinten. Und rechts müsste dieser andere Auftrag kommen. Da müssen wir am besten mal kurz anhalten. Damit wir. War das hier schon? Hier gibt es auf jeden Fall einen Anhänger mit Holz. Ah, okay. Aber ich glaube, das war da vorne. Hier war das, genau. Hier nehmen wir mal den Auftrag an und dann fahren wir da gleich rechts die nächste Straße rein. So, das nehme ich hier. So. Genau, hinter den Fichten. So. So, dann rückwärts raus hier wieder aus dem Käse hier. Ah. Und dann war es, glaube ich, hier noch an den Eingang der Farm vorbei und dann da hinten rechts. Genau, hier war das jetzt noch nicht. Sondern hier müsste das irgendwo gewesen sein. Nicht, sondern die nächste, genau. Hier so. Na, bin ich mal gespannt, aber mit dem Teil da hochkommen. Auf jeden Fall haben wir hier natürlich die besseren Lenkradius. Der LKW ist ja doch ein bisschen länger. So, mal gucken. Jetzt hier mal schwer einlenken. Kommen wir rum? Ja, komm. Bisher funktioniert es ganz gut. Sollten auf dem Wegesrand bleiben, nicht dass wir nämlich umkippen. So, das hat jetzt hier halbwegs funktioniert. Das sieht doch gut aus hier. Na, siehst du, mit einem entsprechenden Allradantrieb schafft der Pickup das, sich hier durchzuziehen. Boah. Ja, und das wollten wir ja eigentlich auch nur erreichen. Indem wir hier nämlich, müssen wir mal gucken, was hier noch. Nichts weiter. Oh, dann gefährlich ja ein kleiner Abhangweg. So. Sich hier schon dreckig gemacht, aber vielleicht lohnt sich das ja. Zumindest kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte und ein bisschen Geld, das wir dann sicherlich irgendwie in Fahrzeugerweiterungen oder was auch immer stecken können. So, ah, siehst du, hier ist ein Aussichtsturm. Na, siehst du, das ist doch schon mal geil. Dafür hat es sich doch schon gelohnt. Dun, dun, dun. Als idyllische Land hier. So. Das ist aber noch nicht hier. Wir müssen also noch weiter. Wir müssen also offensichtlich noch da hinten den Berg hoch. Ich hab gar nicht gedacht, dass es so war. Wenn wir uns jetzt hier festfahren, wäre das echt schlecht, weil wir nichts zum Andocken haben. Glücklicherweise sind wir rausgekommen. So. Hier noch ein offizieller Weg? Ich weiß es nicht. Das ist so ein Wanderweg oder was? Sollten wir natürlich gucken. Genau. Ach. Bin ich jetzt.
So, und jetzt müssen wir den. Okay, das hat nichts gebracht. Dann müssen wir den hier hinten nehmen. Da hinten können wir andocken. Dann sollten wir vielleicht den nehmen. Na, komm. Ja. Hier müssen wir auf jeden Fall hier lang. Komm, das schaffst du, Pickup. Das schaffst du, Pickup, ja. Krass. Irgendwas muss uns ja da oben erwarten. Mal gespannt. Vielleicht kriegen wir da einen coolen neues Fahrzeug, was wir hier unserer Flotte hinzufügen können. Weil gut, zum Beispiel nicht versuchen, mit dem Pickup hier mein LKW rauszuziehen. Natürlich. Aber vielleicht erwartet uns noch ein geilerer LKW. Weil ich mir auf dem Hügel fast gar nicht vorstellen kann. Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg runter. So. Nein. Nicht auf dem. So, das Gummi jetzt. Okay, wir sind hier scheinbar richtig zwischen den Felswänden. Muss es ja irgendwas geben. Was ist denn hier oben? So, da oben sollen wir hin. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir hier nicht. Das nehmen. Ah, das ist aber wirklich auch. Hier sollen wir jetzt hin, ja. Bin gespannt. Gucken, wir schaffen das, yeah. Ah, hier ist ein Special Spot. Was kommt? Was haben wir denn jetzt angenommen hier? Finde die Dings. Hm. Okay, also wir haben uns das jetzt hier deswegen hochgemacht, weil wir irgendeine kleine Minimission, glaube ich, gefunden haben. Ja, den Grill und das Ding hier schieben wir jetzt aber weg. Ich möchte jetzt hier nicht hinsetzen und wirklich nicht grillen, sondern ich will jetzt eigentlich wieder runter hier von dem. Nein! Ganz großes Kino. In Perspektive. Das ist geil. Verschollen in der Wildnis. So, wenn wir nur Bergen machen. Genau. Können wir eigentlich hier den Truck noch anpassen? Motor? Gibt es nur den? Getriebe? Gibt es nur den? Federung? Gibt es nur den? Reifen? Da haben wir schon Geländerreifen. Guck mal hier. Ich würde sagen, die sehen hier schon ganz schnieke aus, oder die hier? Haben wir noch mehr hier frei, was noch nicht zu sehen ist? Nee. Also ich würde ja sagen, das sind hier wahrscheinlich die besten. Wo sie jetzt nicht, was sind das hier? Straße gut, durchschnittlich, durchschnittlich. Schlamm gut, Offroad gut. Na, wir nehmen mal die hier. So. Ja.
Stoßfänger. Eine Rundumleuchte. Ha. Okay. Ja, das ist natürlich alles so ein bisschen. Komm, hier so ein. Das können wir auch noch machen hier. Verschiedenes. Feld. Ja. Okay. Stadt verlassen. Aber wir wollen ja gleichzeitig nochmal gucken, dass wir uns mal zu unserem Truck bewegen. Chevrolet Tama, Firestar. Was ist denn das hier für ein Ding eigentlich? Ah, der scheint kaputt zu sein, ne? Du brauchst jedes Mal Kraftstoff, wenn der Motor läuft. Beschädigung am Motor ist Tanks und Erhöhung erhöhen Kraftstoff. Du kannst diesen Truck im Kraftstoffdepot deiner Werkstatt auftanken und den Kraftstofftransporter anzapfen. Das hat kein Benzin. Okay, dann müssten wir also doch wieder zum GMC. Warum der hier hinten versteckt, ich weiß es nicht. Aber den fahren wir noch schnell hier zur Seite und dann. Ach, das war hier mit dem Wasser, aber. Genau, quer durch wollten wir nicht. Wir sind dann einfach hier. Hier rumgefahren. Genau. Den ganz normalen Weg hier so rumgefahren. Um nämlich dieses Wasserloch da zu umfahren. Das machen wir jetzt gerne mal. Dann kommen wir ja eh. Beim Dings, ich wollte mal gucken. Wollte ich nicht eigentlich woanders hin? Hier ist die Werkstatt. Ne, genau, wir kommen nur da hinten, waren wir. Okay, ne, wir kommen nur. Wir kommen nur da vorne raus, aber das macht an der Stelle nichts. So. Jedenfalls ziehen wir jetzt hier echt gut durch. Mit der falschen Ladung, aber. Wir wissen jetzt, dass es Aufträge gibt, nämlich da bei dem Innen, das Ding steht noch länger, aber zum Zeugdruck, ich würde das nur bei der Farm gut gebrauchen. Was ist denn das da für ein Bereich? Achso, das ist die Werkstatt, da steht noch hinter Peter. So, wir können mal festfahren. Ja, sorry für meine Stimme. Na, zieh durch hier etwas. Super. Ach genau, wir kommen jetzt auch noch mal so ein bisschen was vor. Wir sind glaube ich links lang gefahren. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich musste dann so glaube ich zum Schluss noch in die Winde rausholen, aber vielleicht schaffen wir es ja. Mal ohne Binde, ja. Haben wir geschafft. So. So. Wir sind back in town. Was haben wir denn eigentlich geladen? Kann man das irgendwo sehen? Fracht und Laden. Hm.
Vielleicht sind das ja schon Teile, die der LKW brauchen kann. Vermutlich nicht. So, abstellen könnten wir doch hier machen. Ah, wenn Truck kriegst, wird die Ladung voller, ist das kein Problem. So. Aber jetzt haben wir den zumindest hier und dann sollte das doch. Können wir dem jetzt endlich mal was besseres Kohlen hier? Bestimmt so ein, was ist denn das hier? Bridge mal, okay. Kofferaufbau. Holzaufbau. Wartungskofferaufbau. Metalldetektor. Ach Gott. Was ist denn das hier? Kannst du noch was abholen? Oh, nicht schlecht. Ablagekran, dann kannst du hier noch einen Auslegerkran, kannst du hier noch schön was wegtransportieren. Das ist, oh, gratis, was ist denn das hier? Schnellankupplung für so ein Dings? Okay, das wäre für diesen Tanklastwagen nicht verkehrt, oder? Könnte man den verschollenen Öltanker damit zurückholen? Ja, das können wir uns ja beim nächsten Mal überlegen, was wir da machen. So, aber das soll es erstmal davon gewesen sein. Ich freue mich natürlich wieder auf viele Menge Kommentare und viele Views von euch. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Tschö, tschö. Euer Kinky.